So, guten Morgen nochmal zusammen. Ich möchte euch herzlich willkommen zu heißen zur NetApp Insight Recap Webcast vom 14. Dezember. Die Unterschrift ist 3 Tage in einer Stunde. Bewusst mit einem Smiley, weil ich natürlich nicht alle Informationen, die wir da in Barcelona gesammelt haben, in eine Stunde packen kann. Es war unglaublich viel Input, es gab so viele Inspirationen, es gab so viele Sessions, es war wirklich unglaublich. Also ich war ja davor schon auf Insights, aber jetzt haben sie wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt. Der Dominik Heringer, der heute mein Co-Moderator ist, der ist momentan noch in einem Termin, der wird später zu uns stoßen. Ich weiß nicht ganz genau, aber er wird vielleicht nachher auf die technischeren Details eingehen. Ich will mich kurz vorstellen für die, die mich nicht kennen. Moritz Heimüller, mein Name, Partner Enablement Manager. Wie der Artikel so schön heißt, ich bin zuständig für Quoting, Sizing, Ausschreibungen. Ich helfe den Resellern beim Kunden vor Ort. Und wie ihr ja schon mitbekommen habt, ist es momentan alles ein bisschen chaotisch. Dementsprechend, ich habe relativ viel Zeit investiert in diesen Webcast. Und wir starten einfach mal durch. Die Barcelona Insight war unter dem Thema Be Data Driven. Die Reise geht weiter. Ich habe mal ein, zwei, drei Bilder rauskopiert. Sie hatten da Reason Screens. Das Wetter war fantastisch. Wir hatten 20 Grad. Die Stimmung war gut. Circa 3000 Leute waren da. Über 230 Sessions, irgendwie 500 Zertifikate wurden durchgespielt. Also es war wirklich gut was los. Schön teilweise amerikanisch aufgebaut, viel Marketing natürlich dabei, aber auch wirklich viele technische, tiefe Gespräche. Ich muss wirklich sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Für die, die sich das alles mal so ein bisschen im Detail noch anschauen wollen, die mehr Zeit haben, ist es so, dass wir hier den Link haben von den 2 General Sessions. Das sind praktisch die Hauptsessions gewesen, bei denen die CEOs und alle möglichen Leute da auf der Bühne waren und präsentiert haben. Und das war wirklich spitze. Ich möchte mal 2 rausnehmen, die mich besonders beeindruckt haben. Und zwar, es war so, dass DreamWorks da war. Und DreamWorks hat sehr, sehr schön gezeigt, anhand von ihren animierten Filmchen, aktuell jetzt ja dieser Drachenzähmen leicht gemacht, Teil 3, wie sie sozusagen mit lokalen Ressourcen angestoßen sind und man sich überlegen musste, was kann man machen und dann auf die Idee gekommen sind, okay, wir schauen mal Richtung Cloud, wir schauen mal Richtung hybride Cloud, wir brauchen mehr Performance. Sie haben das Beispiel genannt, dass sie pro Film circa 700 Terabyte an Daten produzieren und sie aktuell pro Jahr an 10 Filmen gleichzeitig arbeiten. Also enorme Datenmenge und natürlich ein Haufen Berechnungspower, die die Jungs da brauchen für ihre mittlerweile voll animierten Filme. Wirklich der Wahnsinn. Sehr eindrücklich. Sie haben ja damals angefangen bei Shrek mit einem kleinen Drachen. Dafür hat die Performance damals noch ausgereicht. Dann kam Drachenzähmen 1, wo sie bis zu 8 Drachen animieren konnten und dann ist ihr System komplett gecrashed. Sie hatten praktisch keine Möglichkeit mehr. Sie hatten die High-Performance-Systeme bei sich in-house. Es hat einfach hinten und vorne nicht ausgereicht. Und dementsprechend haben sie überlegt, okay, wir brauchen mehr Rechenpower, haben sich informiert, sind dann bei NetApp auf die Idee gestoßen, dass da eine Kombination aus lokaler Rechenpower und Cloud-Rechenpower zusammengeführt wird und mittlerweile sind die Systeme so weit gestretched, dass sie eine beliebige Anzahl von Drachen generieren können. Das Beispiel zeigt sehr schön, wie sich alles transformiert, alles geht im Wandel. Die Cloud ist allgegenwärtig. Wir haben ja die letzten Jahre auch immer wieder drüber gesprochen, aber ich habe das Gefühl, jetzt ist noch mal richtig was passiert. Eine zweite Session, die ich auch sehr, sehr schön fand, war, dass man noch ein bisschen die Kehrseite der Medaille von all dieser Automatisierung, High Performance, Robotik, KI und was auch nicht immer da mal angeschaut hat. Man hatte einen
Futuristen, einen Zukunftstechnologen, Ingenieur eingeladen, der auch ein bisschen die ethische Seite begutachtet hat. Und das fand ich sehr, sehr schön. Er hat eben die Fragen gestellt, was sind die Folgen des Fortschritts? Übernimmt die KI am Ende die Macht? Bleiben die Menschen auf der Strecke? Was wird sozusagen passieren? Also braucht es den Menschen am Ende noch? Braucht System Engineers noch? Braucht Distis? Braucht Reseller? Braucht wen auch immer überhaupt noch, wenn doch alles am Ende per Knopfdruck automatisiert abläuft? Das fand ich sehr, sehr schön, sehr, sehr eindrücklich dargestellt. Kann man sich auf jeden Fall ein schönes Bild von machen in dieser Session. Verlinkt auf YouTube. Was ich sehr passend fand, wir hatten in so einer kleinen Gruppe, so eine WhatsApp-Gruppe, und als dieser Ethiker aufgetreten ist und uns das so erzählt hat, kam dieses Bild. Und das hat es für mich eigentlich relativ gut auf den Punkt gebracht. Ich denke, jeder kennt Terminator, jeder kennt Skynet, hat die Filme mal gesehen. Und das war für mich so sehr eindrücklich, so die Angst vor, die Maschinen übernehmen alles. Gut, was war eigentlich sozusagen das Hauptthema? Das Hauptthema von der Inside in Barcelona war, dass eine Transformation stattfindet. Eine Transformation bei den Kunden, bei den Herstellern, bei den Resellern, bei den DSTs, bei praktisch allem. Digitale Transformation ist in jedem Munde. Ja, digitale Transformation zur Erfüllung von Geschäftszielen führt zu schneller Entwicklung der IT, zur Erfüllung neuer Erwartungen. Was will man eigentlich damit sagen? Genauso wie die DreamWorks-Jungs sich Innovation geholt haben durch die Cloud, weil sie einfach an die lokalen Rechenressourcen gestoßen sind und dann praktisch anhand dieser des Drachenbeispiels, dass jetzt beliebige Anzahl von Drachen durch die Cloud-Performance berechnen konnten. Das war für mich eigentlich so die Brücke, die ich mir da gebaut habe. Das war wirklich sehr, sehr schön. Also wir müssen neu denken. Es wird alles größer. Es wird alles schneller. Schlagwort war Speed is the new scale. Ja, also wir reden jetzt nicht mehr über Scale out oder was auch immer, sondern es geht um Speed, Geschwindigkeit. Wir reden von neuen Services und wir reden natürlich von Flash beziehungsweise noch schnelleren Technologien als Flash. Schöne Beispiele. Ich hatte viele kleinere Gespräche außerhalb der Sessions, wo wir über die Beispiele Netflix geredet haben. Was hat sich da überhaupt entwickelt? Ich meine, früher hatten wir alle die kleinen VHS-Recorder. Wir haben uns mal irgendwo eine DVD ausgeliehen in späteren Zeiten. Mittlerweile wird alles gestreamt. Alles kommt sozusagen aus der Cloud. Amazon, Web Services, AWS, der größte Treiber der Cloud. Mittlerweile spricht man davon, dass eigentlich Amazon kein Webshop mehr ist, sondern dass sie eigentlich ein Cloud-Anbieter sind mit angehängtem Webshop. Ja. Also die machen mittlerweile mehr Geld mit Cloud-Services als mit dem Handel. Und als letztes habe ich mich noch mit so ein paar Freaks unterhalten, die aus der Gaming-Szene kommen. Und sie haben das Thema Fortnite. Das ist so ein Ego-Shooter, wo man sozusagen online gegeneinander spielen kann. Die Wachstumszahlen in den letzten Monaten enorm gewachsen. Teilweise 40, 50 Millionen User, die da dazugekommen sind. Es zeigt, es wird alles verrückter, es wird alles schneller, es wird alles noch größer. Wir sehen es aber auch bei den kleineren, also bei uns, bei den Lokalen sozusagen. Ja. Wir sehen bei der SBB, es geht weg vom Schalter, es geht hin zu Apps, wir kaufen unsere Tickets nur noch übers Handy. Ja, wir brauchen rechenintensive Applikationen wie Berechnung vom Wetter oder was auch immer. Okay, Wetterberechnung war jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. Es funktioniert ja nicht so wahnsinnig gut. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich damit sagen will. Also die Cloud bringt neue Innovationen mit sich. Es braucht neue Services. Flash ganz klar nicht nur auf der On-Premise-Seite, nicht nur bei uns im eigenen Data Center, sondern auch auf Cloud-basierten Services. Starten wir mal mit dem ersten Punkt. Innovation inspiriert durch die Cloud, haben wir das so genannt. Eben die Kollegen von der DreamWorks haben das sehr, sehr schön gezeigt in ihrer Keynote. Wie sieht es jetzt eigentlich bei NetApp aus? NetApp hat sich mittlerweile auch komplett transformiert.
NetApp redet von sich auch als Cloud-Management-Software. Wir sind sozusagen schon lange weg von reinen FaaS-On-Premise-Systemen, ein bisschen E-Series verschrauben. Wir sind schon viel, viel weiter. Und dieser Stack, den wir da aufzeigen, der zeigt eigentlich, wie weit wir da schon sind oder wie weit NetApp da schon ist. Und die haben mich da auch wirklich überrascht. Also ich war ja auch die letzten Monate so ein bisschen kritisch. Was kommt da noch? Wie entwickelt sich das Ganze? Und das, was sie jetzt in den letzten Monaten oder im letzten Jahr auf die Beine gestellt haben, ist wirklich sehr, 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 sehr krass. Also NetApp transformiert sich massiv. Sie kooperieren mit den großen Cloud-Anbietern, mit den Hyperscalern. Sie bieten komplette Service-Stacks an. Ja, das steigt unten, wenn wir unten einsteigen, bei ganz normalem Cloud Storage, also angehängt über die normalen Protokolle, NFS, was auch immer, Software as a Service, über die Datendienste, das heißt die Features, die wir auch schon aus dem On-Premise-Bereich kennen, kommen in der Cloud wieder vor. Funktionalitäten aus dem On-Premise-Bereich in der Cloud. Natürlich auch, um das Ganze dann irgendwie miteinander zu verbinden, die Daten jederzeit überall Zugriff, praktisch so wie wir es auf dem Handy mit der Apple Cloud kennen. Das Ganze orchestriert durch neue Produkte, Cloud Manager und den zugekauften Kubernetes Service. Da passiert extrem viel, auch im ganzen DevOps-Bereich. Da wurde sehr, sehr viel drüber gesprochen. Und das, was Sie ja schon immer gut konnten, Überwachung, Analytics bzw. Chargeback. Solche kompletten Stacks werden mittlerweile in der Cloud betrieben von NetApp mit den Partnern, den großen Partnern, die wir kennen, also Azure und AWS und Google Cloud. Und das werden natürlich noch viel, viel mehr folgen. Und damit wir mal ein bisschen einen Eindruck bekommen, können wir uns mal das NetApp Cloud Portal anschauen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Und wenn ihr es noch nicht kennt, dann solltet ihr euch das auf jeden Fall mal anschauen. Die Homepage ist cloud.netapp.com. Ihr könnt euch dort einloggen oder eben auch über services.cloud.netapp.com. Und wir kommen da auf so eine Startfolie, wo wir die dementsprechenden Applikationen bzw. Workloads anklicken können. Was eigentlich viel, viel interessanter ist, wenn wir einen Schritt weitergehen, sind hier, dass wir die Übersicht der Services, die jetzt schon implementiert sind, und da kommen noch ganz, ganz viele Buttons dazu, weil die Maschinerie läuft auf Hochtouren. Es wird entwickelt, es wird transformiert, es wird kooperiert, es wird, also es ist wirklich der schiere Wahnsinn. Wenn wir uns mal so ein bisschen das angucken, was sehen wir hier? Cloud Volume Services oder Cloud Volumes on Top, Kubernetes Service, Cloud Insight, all das sind Services, die NetApp für die Cloud bzw. in der Cloud generiert. Sie bauen ja selber keine Cloud, sondern sie bauen ja nur Services für oder in der Cloud. Entweder in der Private Cloud, also im eigenen Data Center, bei Resellern oder Endkunden, oder natürlich bei den großen Hyperscalern. Cloud Volume Services, wenn wir da mal reinklicken, da sehen wir schon, dass das schon relativ gut aufgemacht ist. Ja, also wir haben Google Cloud, AWS, wir haben schon Informationen über das Pricing, wo wir dann zum Beispiel schon direkt auswählen können, hey, ich möchte diesen Service nehmen. Ich kann hier schon die dementsprechenden Tiers anklicken. Sehe da schon so einen Pi mal Daumenpreis. Also die ganze Kooperation und Integration in die großen Hyperscaler ist schon passiert. Ja, die arbeiten da sehr, sehr stark zusammen. In der einen großen Session waren auch die Kollegen von der Microsoft da, die auch ein bisschen über die Zukunft geredet haben. Das war alles sehr, sehr spannend. Auch hier, das finde ich immer sehr, sehr schön. Man sieht mal, was der aktuelle Stand ist, wo man dann zum Beispiel Cloud Volumes oder auch Cloud Volumes on Top oder was auch immer alles Mögliche schon beziehen kann. Eben für die drei großen Hyperscaler AWS, Azure und Google.
was da noch kommt. Ja, ihr seht natürlich, Google ist noch am kleinsten, sage ich mal. Hier immer dieses Coming Soon. Also Frankfurt ist der große Knoten. Ihr wisst ja vielleicht oder habt es auch schon gelesen, dass Microsoft jetzt in Zürich auch ein Data Center gekauft hat. Sie wollen am 1.1. damit online gehen. Das heißt, es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, wann auch der nächste Punkt hier auf der Karte erscheinen wird. Also ihr seht, es geht sehr, sehr viel in dieser Richtung. Ein Haufen neuer Services. Ich denke, der bekannteste Service ist sicher das Software as a Service Backup. Das wurde ja schon das ein oder andere Mal verkauft und angeboten. Eben 365er, das war eigentlich sozusagen der Einstieg für diese ganze Cloud-Geschichte, wo wir dann auch auswählen können, wohin soll das Ganze gebackupt werden. Entweder Bring Your Own Device, also auf zum Beispiel eine Storage Grid, oder eben auf Cloud-Speicher. Ihr seht allein schon an der Anzahl, hier ist noch ein Haufen Platz und es wird noch ein Haufen Zeug kommen. Da bin ich mir ganz sicher. Also die Gespräche, die wir da geführt haben mit den Engineers, mit den Product Managern, es geht alles in diese Richtung. Also die Transformation läuft auf vollen Touren. NetApp als Cloud-Management-Firma, nicht nur Pfeiler, nicht nur Blech, nicht nur ein bisschen Software, sondern es geht jetzt wirklich in die Vollen. Gut, so viel mal dazu. Ich denke, wir haben vielleicht nachher noch ein bisschen Zeit, uns das im Einzelnen anzugucken. Wenn nicht, gehen wir wieder hier zurück auf unsere Folie. Ein schönes Tool, was Sie präsentiert haben, das läuft da oben in diesem Management-Bereich. Das ist Cloud Insight. Cloud Insight ist praktisch die zentrale Anlaufstelle, so wie wir es früher kannten, beim MyAutoSupport, sag ich mal, in einer sehr, sehr abgespeckten Variante, ist Cloud Insight jetzt das neue Tool für egal, wo meine Daten sind. Ich überwache den kompletten Stack. Ich kann da Trends erstellen. Ich kann dort meine Fehler relativ schnell identifizieren. Und dieses Tool ist jetzt im Aufbau, ist schon verfügbar, aber es wird sicher noch viel, viel mehr integriert werden. Das heißt, es werden noch Performance-Daten ausgelesen. Also dieses NetApp Cloud Insight ist sozusagen das Software-as-a-Service-basiertes Tool für das Monitoring und die Kostenoptimierung von diesen gesamten hybriden Cloud-Infrastrukturen. Ja. Also so wie ich es vorhin schon mal sagte, egal wo die Daten sind, ich habe auf jeden Fall die Kontrolle drüber. Es ist wie sozusagen die Hand, die über uns hebt und guckt, dass da alles im Rahmen läuft. Ja. Cloud Insight, das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, speziell eben, weil ja die Richtung immer mehr hybride Cloud geht. Jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück und fragen eigentlich, hey, wie komme ich denn jetzt von meinem On-Premise überhaupt auf solche Cloud-Services? Also ich meine, das ist alles total schön und gut. Wir können da bei den Hyperscalern uns Volumes, wir können da Infrastruktur mieten, wir können da Sachen auslagern. Aber wer hilft mir denn jetzt dabei? Und NetApp hat hier auch wieder ein neues Tool implementiert, das noch nicht verfügbar ist, aber bald kommen wird. Ich habe mir da die Session angeschaut von dem Amerikaner und am Anfang wusste ich nicht so richtig, NetApp Cloud Advisor, was soll das, wohin geht die Richtung, was macht das Tool eigentlich? Das Tool macht eigentlich nichts anderes, als dass er anhand von ActiveIQ-Daten, also praktisch die ganzen Home Calls, die ASUPs, die Auto-Support-Messages, die jedes System schickt, die werden von diesem NetApp Cloud Advisor ausgelesen. Ja, es wird sozusagen ein Assessment ausgeführt. Im ersten Schritt geht das Assessment nur für NAS-Workloads, also für praktisch die CIPS-Data oder was auch immer. Die können dann selektiert werden und es können dann direkt hier in diesem Tool anhand des Tiers, das man dann auswählt, Kosten berechnet werden. Also zum Beispiel, ich möchte gerne 2 TB NAS-Daten auslagern von meinem On-Premise auf ein
Public Cloud, auf einer AWS, auf was auch nicht immer alles. Ja. Wie viel kann ich damit einsparen? Was kostet mich das? Es geht darum, lokale Systeme zu entlasten, natürlich auch den Administrationsaufwand in einer gewissen Art und Weise zu begrenzen. Was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass auch bedacht wird, in diesem Warranty-Fenster, hey, pass auf, bei dir läuft das und das bald aus dem Service, aus der Warranty. Schau dir das mal genauer an. Und vielleicht lohnt es sich ja, die Sachen, die dann nicht mehr unter Warranty sind, dann auf einen Cloud-Speicher zu verschieben. Ja. Das Tool wird noch massiv ausgebaut. Also ich habe mir die Beta mal angeschaut, da auf der Insight, und das war sehr, sehr eindrücklich. Also es ist die Schnittstelle zwischen, wie komme ich von On-Premise in die Cloud. Woher kommen die Daten, die wir da in diesem Assessment auslesen? Ich habe es gerade schon erwähnt. ActiveIQ. ActiveIQ, der Nachfolger sozusagen vom Autosupport, wobei Nachfolger, ja, also ich meine, der Unterschied ist enorm. Die haben das total lesen, wobei das noch deutlich verbessert wird. ActiveIQ ist sozusagen die zentrale Abgreifstelle für alle Daten, die geschickt werden, und ja nicht nur von ONTAP-System, sondern auch von HCI bzw. Element OS, Storage Grid und auch E-Serie. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass die sowas von überflutet werden und mittlerweile auch durch diese ganzen Datenfluten, die sie da verarbeiten, wirklich gute Prognosen stellen können. Also das, was die da machen, ist meiner Ansicht nach sensationell und ist auch der nächste Schritt. Also sie machen Prognosen darüber, was passieren wird, wenn du zum Beispiel dieses Patch einspielst, weil sie gesehen haben, dass über 200.000 Daten, die von Early Adoptern reingekommen sind, haben gezeigt, dass aufgrund dessen Updates oder dieser Änderung oder sogar dieser Kommandozeile im Code sich Folgendes verändert hat oder zu Fehlern geführt hat oder was auch immer. Einfach Auswirkungen, ja. Das heißt, es ist so, dass dahinter sind gigantische Algorithmen, die ganzen Daten auswerten. Ihr seht hier 200 Milliarden verarbeitete Datenpunkte täglich, 4 Petabyte mit über 100 Terabyte verarbeiteten Daten monatlich. Also da geht richtig was. Ich habe natürlich auch danach gefragt, ja, was ist mit diesen Black Sites? Also mit Black Sites reden wir immer von Kunden, die keinen Autosupport senden. Tja, die sind momentan leider außen vor. Zum Glück aber nicht für Insight, nicht für dieses Tool. Das Tool hat nämlich noch die Möglichkeit, in Echtzeit auf die Systeme zuzugreifen. Also nicht nur über ActiveIQ-Daten für die Historie, sondern sogar in Echtzeit. Das heißt, auch Black Sites, die praktisch keine Autosupport senden, können mit Cloud Insights abgegriffen werden. Gut. Der Cloud Orchestrator, noch so ein neues Tool. Ich habe jetzt mit dem Cloud Advisor festgestellt, ich könnte da ein paar Daten rüberzügeln. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wie mache ich das denn? Und der Cloud Advisor, der stellt dir so eine Art Fahrplan zur Verfügung, wie du die Migration von On-Premise zur Cloud machen kannst. Die Entwicklung geht aber weiter. NetApp Cloud Orchestrator soll so weit gehen, dass die Sachen, die wir im Cloud Advisor herausgefunden haben, was für Daten wir zügeln wollen oder möchten oder können, dass der Cloud Orchestrator sich darum kümmert, dass diese Migration vollautomatisch abläuft. Und das ist natürlich eine verrückte Sache. Also ich meine, jeder, der schon mal an so Systemen gearbeitet hat, der weiß, wie viel Aufwand Migrationen sind, was Planung und so weiter angeht. Und es ist klar, dass natürlich
da auch noch ganz, ganz viel Händisches zu tun sein wird. Also all die System Engineers und all die Accounties und all die Consultants. Es wird nicht so sein, dass es am Ende einen großen roten Button gibt, wo einfach ich draufklicke und alles läuft voll automatisiert. Ja. Das hat noch nie funktioniert und das wird auch nicht funktionieren. Ja. Wo wir dann wieder zurück zu dem Ethiker kommen, der sagt, werden wir ersetzt oder werden wir nicht ersetzt? Also es ist sicher, dass wir als Menschen da noch die Zügel in den Händen behalten. Ich denke, es ist eine schöne Unterstützung und es zeigt halt diesen ganzen hybriden Ansatz und wohin die Reise geht. Also es wird alles einfacher. Die System Engineers werden sich nicht mehr um jeden einzelnen Punkt kümmern müssen und werden damit Ressourcen frei haben für andere Aufgaben, komplexere Aufgaben. Sozusagen diese ganze, all das, was wir davor gesehen haben, muss ja geplant werden. Es ist ja nicht einfach Drag and Drop oder ein bisschen klicke hier, ein bisschen da, sondern da steckt viel Zeit dahinter, was die Planung von solchen Projekten angeht. Aber NetApp gibt uns einfach mehr Tools an die Hand, um uns die lästige Arbeit in Anführungszeichen teilweise zumindest abzunehmen. Also, das ist auch ein Tool, was dann noch kommt. Also Cloud Insight ab jetzt schon verfügbar, Cloud Advisor, das kommt noch und der Cloud Orchestrator, der kommt auch noch. So, jetzt ist es natürlich so, dass, so wie ich das gerade schon erklärt habe, es gibt ein neues Aufgabenfeld, ja, in dieser neuen NetApp-Welt, in dieser transformierten NetApp-Welt der hybriden Cloud. Und die Systemadministratoren müssen sich auch transformieren. Und deswegen gibt es auch neue Hybrid-Cloud-Zertifizierungen seitens NetApp. Ja. Und ihr seht auch hier schon ganz groß wieder die Kooperation mit den drei Großen, mit AWS, Google und Microsoft. Den 300er, den Certified Hybrid Cloud Administrator, den kann man einfach so machen, wenn man NetApp zertifiziert ist, wenn man NetApp Reseller und Partner ist. Den 600er, den Architekten, der all diese ganzen Konzepte durchplant und dann auch begleitet, den kann man eben nur dann machen, wenn man auch auf der Hyperscale-Seite zertifiziert ist. Ja. Und ihr seht, es geht immer mehr in diese Richtung. Es wird alles hybrid, es wird alles transformiert. Man kann es nicht oft genug sagen. Also ich weiß nicht, wie oft ich das Wort Hybrid Cloud oder Cloud allgemein und Transformation in Barcelona an diesen 3 Tagen gehört habe. Also es war Wahnsinn. Man wurde schon fast in so einem Strudel nach unten gezogen. Es war wirklich vollkommen verrückt. Gut, also das ist eine Sache, die könnt ihr mal weitergeben an eure Technikchefs, an eure SEs, vielleicht ist auch der ein oder andere Consultant da mal dran interessiert. Ich denke, der Zug ist nicht aufzuhalten. Wir werden nicht komplett weggehen vom On-Premise-Geschäft, das ist vollkommen klar. Es wird immer eine Kombination geben, aber momentan geht der Push ganz klar Richtung hybride Cloud. Kommen wir zum zweiten Button. Neue Services mit der richtigen Cloud noch schneller. Und jetzt wird es ein bisschen komplex, für die, die mit dem Thema sich noch nie beschäftigt haben. Ich glaube auch, ich werde das nur relativ kurz anschneiden. NetApp hat ja einen Haufen Firmen akquiriert. Ansible, OpenShift, was ja ein Open-Source-Projekt ist seitens der NetApp. Und Trident. Es geht hier ganz, ganz viel um das Thema DevOps. Es geht um Entwicklung, es geht um all die verschiedenen Services, die auf diesen Geschichten laufen. Um da jetzt wirklich in die Tiefe zu gehen, bräuchten wir wahrscheinlich nochmal 2 Stunden. Ja. Das sind Sachen, die muss man sich mal anschauen. Wir reden hier über Container, wir reden über Persistent On-Demand Container, wie sie es hier bei Trident so schön nennen. Es geht immer mehr darum, DevOps-Prozesse zu automatisieren, zu beschleunigen, ja, und den Usern dabei zu helfen, all diese ganzen Entwicklungsschritte wirklich durchzugehen. Der untere Bereich ist sicher der, den die meisten schon kennen oder zumindest schon mal was davon gehört haben.
nämlich die Data Fabric Integration für die hybride Cloud. Data Fabric, das ist ja eine Geschichte, die wird ja schon seit relativ langer Zeit erklärt bei der NetApp. Ich glaube, 2014 oder so ging das mal los. Damals hat noch keiner so richtig verstanden, wozu braucht man das Zeug überhaupt. Ja, Data Fabric, das hört sich alles sehr schön an. Aber jetzt wird langsam ein Schuh draus, nämlich die Data Fabric ist praktisch die Technologie oder das Tool von NetApp, diese On-Premise bzw. Private Cloud-Geschichten zu verbinden mit den Public Cloud, mit den Hyperscalern, um daraus sozusagen so eine hybride Cloud zu bauen, so wie ich es vorhin schon mal sagte, die Daten jederzeit, überall, flexibel, skalierbar. Man kann da all die schönen positiven Marketing-Sachen wirklich raushauen. Also Data Fabric Integration für die hybride Cloud auf Element OS Software, Solid Fire HCI. Wir haben das natürlich auch im Storage Grid, also unser S3-Target, gestützt von dieser ganzen Active IQ-Geschichte, die wir uns gerade angeschaut haben. Also, das ist ein Punkt, der immer mehr kommt, HCI. Wir sehen es auch bei uns an den Anfragen und an den Projekten. Das steigt enorm an. Diese Hyper-Converged-Lösung, das kommt richtig gut. Auch hier ist es natürlich so, es hat alles seine Schattenseiten. So einfach, klickibunti, schnell gemacht ist es dann natürlich doch nicht. Aber wir haben zumindest das Feedback bekommen, dass man nicht mehr ganz so tiefes Know-how braucht wie bei den FAS-Systemen. Also es ist ein bisschen einfacher zu machen. Wir können sehr viel über die Plugins machen vom Virtual Center heraus. Und diese Kombination aus CPU-Power und Storage-Power in einer Box, das ist auf jeden Fall ein Trend. Es wurde in Barcelona auch sehr, sehr viel drüber gesprochen. Natürlich als sogenanntes Next Generation Data Center. Sozusagen Funktionen der Cloud bei mir im Data Center. Und da gibt es auf jeden Fall jetzt ein paar Neuigkeiten, denn beim HCI hat es ein Update, ein Upgrade bekommen. Es gibt neue H400er Compute und Storage Nodes. Der größte Vorteil an diesen Maschinen ist eigentlich das, was ich hier unten geschrieben habe. Verschiedene CPU- und RAM-Kombinationen. Also die Idee ist, es wird alles granularer, es wird alles, wir sind nicht mehr so festgelegt auf fest definierte S-, M- und L-Systeme, wie wir es praktisch bei der ersten HCI-Generation noch hatten, sondern wir können jetzt festlegen, hey, wir brauchen hier bestimmt mehr RAM als CPU-Power, deswegen nehmen wir jetzt diesen Compute-Node anstelle einen anderen. Früher war es ja tendenziell eher so, dann ist man eher vielleicht auf den größeren gegangen und jetzt kann man das schon fast customizen. Also natürlich kann man jetzt nicht sagen, ich brauche hier 16 GB weniger RAM, sondern es gibt schon gewisse Sprünge, aber es ist deutlich, deutlich granularer. Ja. Genau. Die Chassis kommen jetzt auch praktisch, die werden jetzt nackt konfiguriert. Bei uns früher war das ja immer so, dass es immer ein Chassis mit zwei Nodes gab. Jetzt kann man das wirklich komplett einzeln definieren. Und bezüglich der Compute-Node-Geschichte gibt es jetzt noch einen, den sie rausgehauen haben, und zwar den H610. Das ist eine Kombination aus, Entschuldigung, ganz kurz, CPU und Grafikpower von Tesla, also Nvidia M10, was wir speziell einsetzen für VDIs im Windows 10 Umfeld. Dafür sind diese Boxen gebaut, dafür geben die alles, weil sozusagen die GPU, die Grafikkartenleistung, da enorm viel Rechenleistung übernehmen kann von der CPU, vom Storage Node. Das ist eine Geschichte, die ist jetzt gerade so aufgepoppt. Bei uns im System, glaube ich, seit einer Woche können wir die jetzt quoten oder seit Montag, ja. Und wir werden sehen, wie sich das da preis-leistungsmäßig verhält. In der Regel sind die Tesla-Geschichten nicht ganz günstig. Aber wenn man eben diese High-Performance-VDI-Geschichten braucht, dann könnte das hier eine Lösung sein. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. 400er Nodes, Compute und Storage. Und wenn es Richtung VDI für Windows 10 Desktops geht, dann H610C.
Ich denke, wir werden in den nächsten Wochen auch mal ein paar Rechenbeispiele haben und dann auf die, könnt ihr jederzeit auf uns zukommen, um mal sowas durchrechnen zu lassen. Wir wissen auch preislich noch nicht ganz genau, wohin die Reise geht. Ihr wisst ja, da gibt es dann wieder die NetApp-Sales, die dann die Bitpreise machen. Auch das hat ja bei der ersten HCI-Generation ein bisschen gedauert. Wir wussten noch nicht so richtig, wie man das einschätzen kann. Mittlerweile haben wir ja viele Angebote draußen und können das besser abschätzen. Ja, last but not least zum HCI. Es gibt noch eine Neuigkeit. Und zwar geht NetApp jetzt auch in den Netzwerkbereich. Es gibt jetzt für die H-Systeme, also für die H400 und 610er, einen Netzwerkswitch. Das sind immer zwei Switche in einem Rail-Kit, also praktisch zwei Systeme auf einer Höheneinheit. Also ein System hat eine halbe Höheneinheit. Jetzt ist es aber nicht so, dass praktisch diese Switches werden nicht wie bei einem Blade in dieses Chassis mit reingesteckt, sondern es ist ganz normal per Railkit einbaubar in diesen Stack. Aber es ist natürlich in einer gewissen Art und Weise darauf optimiert, mit HCI zusammenzuarbeiten. Das heißt, die Oberfläche und die Administration ist eben in einem ähnlichen Rahmen. Wir haben zu dem Ding noch nicht so wahnsinnig viele Informationen. Wir haben eben nur mitbekommen, dass es das jetzt gibt, ist auch seit Montag quotebar, wurde eben auf der Insight in Barcelona auch vorgestellt. Da haben wir natürlich mehr über die Nodes geredet anstelle über den HCI-Switch. Aber ihr solltet das mal gehört haben, ist jetzt auch mit dabei. Und ich denke, wir werden speziell auch im Field-Portal oder auch in den nächsten Webcasts da noch einiges drüber hören. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile von diesen HCI-Switches, was können die Dinger wirklich? Die kommen, glaube ich, von der Firma Mellanox oder so. Habe ich davor selber noch nicht gehört. Ist für mich auch neu. Steht also keiner der Bekannten dahinter. Nicht irgendwie eine Brocade oder eine Cisco. Und was die wirklichen Tricks an den Dingern sind, werden wir, glaube ich, in den nächsten Wochen Entschuldigung, sehen. Gut. Wenn wir gerade beim Thema Hardware sind. Geht's zum nächsten. Es gibt eine neue Storage Grid Appliance, die sogenannte SG6060. Was soll das Ding machen? Das Ding automatisiert Datenlebenszyklungsmanagement zum Bereitstellen differenzierter Service Level mit erweiterten Richtlinien. Naja, also im Endeffekt ist es so. Das Ding ist ausgelegt für niedrige Latenzen. Es geht um ein System, was dafür gebaut wurde, eine große Anzahl von kleinen Objekten zu verwalten bzw. zu verarbeiten. Ja, das natürlich kombiniert mit dem S3, was wir ja bei den anderen Storage Grid Systemen auch schon hatten, um sozusagen diese ganze Cloud-Geschichte auch wieder anzubinden. Also S3, das kommt ja immer mehr als Schnittstelle zur Cloud. Das sehen wir auch bei AWS zum Beispiel, wird immer S3 groß geschrieben. Wir sehen das auch bei Cloud Sync zum Beispiel, das ist auch so ein Produkt, was sich einreiht. Das wird auch S3 abgedeckt. Und natürlich Fabric Pool. Fabric Pool, da reden wir gleich noch drüber. Aber auf gut Deutsch gesagt, es ist wieder in dieser Data Fabric Story, ist auch die Storage Grid Appliance mit dabei. Also sozusagen als zusätzlicher Object Storage, als Objektspeicher, so wie die anderen Storage Grids auch. Gut, kommen wir zum letzten Punkt, Flash mit Cloud-Integration. Wir probieren das jetzt mal, alles, was wir da bis jetzt gesprochen haben, auf eine Folie zu packen. Wir haben unser Data Center, unser On-Premise-Speicher. Ja. Wir haben jetzt in der Cloud, sei es private oder public, vollkommen egal, wie wir gelernt haben. Data Fabric verbindet alles miteinander. Daten jederzeit, überall flexibel. Haben wir einmal unser Object Storage, unser S3. Wir können natürlich VMwares als Infrastructure as a Service da benutzen in der Cloud. Wir können VMs mieten, wir können Infrastruktur mieten. Wir können Volumen mieten, wir können praktisch sozusagen, mittlerweile gibt es keinerlei Grenzen mehr. Ja. Zusätzliche Services,
Und natürlich können wir auch, wenn wir wollen, Plattform as a Service machen. Das alles verbunden mit Data Fabric, Data Fabric Manager, ja, und vor allem auch mit Fabric Pool. Fabric Pool hat der ein oder andere sicher auch schon mal gehört. Es geht darum, aus dem Data Center Daten, die nicht oft benötigt werden, die mir Speicherplatz kosten, die ich mich Strom kosten, die mich was auch immer kosten, auszulagern auf zum Beispiel ein Object Storage. Ja, auf ein S3 oder was auch immer. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel eine All-Flash-Fast habe, die ich teuer bezahlt habe, dann möchte ich die ja hauptsächlich dann nutzen für meine heißen Daten. Nicht für Daten, die schon seit irgendwie 6 Monaten da rumliegen und mir den Speicherplatz voll machen, sondern es geht darum, ich brauche die Performance und den Platz und ich will auch nur für das Geld ausgeben, wofür ich es wirklich benutzen muss und nicht für das, was da noch so rumgammelt. Ich sage es jetzt mal ganz bewusst überspitzt. Also, Fabric Pool lagert die Daten aus dem Primär-Data Center aus. Natürlich transparent im Zugriff. Ja, also, wenn ich die Daten noch brauche, für den User komplett nicht zu ersichtlich, nicht zu ersehen, kommen die Daten jetzt aus dem Object Storage oder nicht. Das ist eine Funktionalität, die wird sicher immer mehr kommen. Und es wird auch so sein, dass die Kunden, also NetApp geht jetzt auch dran, dass sie eigene Data Fabric Pool Targets zur Verfügung stellen für Reseller, für Endkunden, für alle Partner, die das sozusagen haben wollen, die sagen, hey, ich möchte nicht so ein eigenes Ding kaufen, sondern ich möchte das von NetApp zum Beispiel mieten. Einen schnellen Überblick über ONTAP 9.5. Wir gehen also sozusagen weg von der Hardware hin zur Software. ONTAP 9.5 bringt drei, naja, eigentlich zwei große Sachen mit sich. Und zwar FlexCache. FlexCache ist eine Funktion, die gab es früher schon mal. Da hat zwar keiner wirklich drüber gesprochen und keiner wusste so richtig, was das eigentlich ist und keiner hat es sowieso mal benutzt. Aber wenn man in den alten Archiven von NetApp nachschaut, wird man FlexCache auf jeden Fall mal finden. Vielleicht in einem anderen Zusammenhang. Aber jetzt ist es eine der neuen großen Geschichten bei ONTAP 9.5. ONTAP 9.5 mit FlexCache, Metro Cluster, IP. Das ist sicher auch eine der neuen großen Geschichten. Metro Cluster IP gibt es jetzt für die Midrange A300 und 8200er. Und der A300er kann sogar jetzt neu mit nur einem Shelf pro Seite konfiguriert werden. Das ist natürlich eine schöne Sache. Das bedeutet, wenn wir auch kleine Metro Cluster bauen wollen, können wir das mit der A300er bauen. Früher war es ja so, dass wir zwei Shelves pro Seite gebraucht haben. Ja. Grundsätzlich sind alle Metro Cluster IPs immer Four Nodes und mittlerweile hier, ihr seht es, 700 Kilometer ist natürlich schönes Marketing, inwieweit wir das in der Schweiz brauchen. Aber einfach, dass ihr das mal gehört habt. Also, neu mit 9.5, Metro Cluster IP, können wir auch schon quoten. Wird schon angeboten, sage ich mal so. Wir haben das mal im Lab mal angeschaut. Das funktioniert. FlexCache als zweites. Und das FlexCache, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an, was das genau bedeutet. Ach ja, hier habe ich übrigens den Fabric Pool nochmal. Genau. Fabric Pool automatisiert Cloud Tiering für Flex Group Volumes. Das bedeutet nichts anderes als kalte Daten werden ausgelagert in die Cloud. Ja. Okay. FlexCache. FlexCache-Software ist speziell für leseintensive Workloads generiert worden oder gemacht worden, entwickelt worden. Und zwar ist die Idee, dass man die Belastung bei diesen lesenintensiven Workloads horizontal skaliert. Das heißt, es geht über den kompletten Cluster, egal wo er steht, wie so eine Art Caching. Ja. Es geht auch über Remote-Standorte übrigens. Und das Schöne an der Sache ist, dass keine vollständigen Volumen oder Dateien gecached werden, sondern wirklich nur die Daten,
sozusagen in netter Sprache runtergebrochen, die Blöcke, die ich brauche, werden gecached und das eben über den kompletten Cluster hinweg. Die Idee ist, dass wir damit Engpässe in der Performance bei diesen leseintensiven Applikationen sogar für mehrere Clients und über mehrere Nodes in einem Cluster sozusagen abfangen können. Das ist die Idee an diesem Flex-Cache. Ja. Oft benötigte Datensätze aus dem gesamten Cluster werden zwischengespeichert und können von jedem beliebigen Ort im Cluster wieder zur Verfügung gestellt werden. Ich gebe mal ein Beispiel, wo das sicher gut gebraucht werden kann, eben Filme. Wir haben wieder die DreamWorks-Jungs, was wir vorhin schon mal gehört haben in der Keynote. Oder irgendwelche Designsachen, sei es Chips, Erdbebenberechnungen und natürlich auch Finanzsimulationen. Also da, wo überall viel gelesen wird, viel kleine Dateien, die oft benötigt werden, im Cluster zwischengelagert werden können, also gecached werden. Das ist Flex Cache. Das ist sicher eine Sache, die mehr oder weniger irgendwann ein Standardfeature sein wird. Davon gehe ich jetzt zumindest mal so aus. Oder was in Barcelona, das wurde jetzt nicht groß breit getreten, sondern das hat man jetzt einfach gesagt, hey, 9.5 bringt das jetzt einfach mit. Und so nach dem Motto, ja, das haben wir jetzt halt so. Also wir sehen auch in diesen ganzen Diskussionen, die wir dort geführt haben, ist so, ich sag mal, das andere wird jetzt nicht vernachlässigt, das On-Premise-Geschichte. Aber der große Punkt liegt natürlich auf diesen Cloud-Sachen. Aber sie entwickeln trotzdem weiter für das On-Premise-Geschäft. Ja, eben genau wie solche Sachen. Oder auch neue Hardware, HCI-Nodes. Es gibt sicher auch irgendwann neue E-Series, neue Fast. Gibt es jetzt übrigens erstmal nicht. Ja, da habe ich das ein oder andere Mal auch schon mich ordentlich verplappert. Ich war nämlich der Meinung, es kommen neue Fast-Systeme. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Wenn es jetzt noch ein bisschen schneller sein darf für die Performance-Gurus, Verrückten, die es noch mehr brauchen, hat NetApp jetzt das Produkt Max Data gelauncht. Vielleicht hat der eine oder andere davon schon mal was gehört. Es geht darum, dass wir jetzt auf der Serverseite nehmen wir Teile des Speichers vom Server und machen den persistent. Ja. Und dann können wir sozusagen, also die Zugriffszeiten sind da natürlich enorm klein. Also viel, viel kleiner als auf den SSDs auf dem Storage. Ja, das heißt, Latenz geht total nach unten, Performance ohne Ende, aber natürlich nur für einen kleinen Bereich der Daten. Ja, also alles das, was wichtig ist, das, was ich jetzt gerade brauche, wird in diesem persistenten Speicher sozusagen bearbeitet. Ja. Dann ist es natürlich so, dass die in dieses Max Data ein automatisches Datentiering eingebaut haben. Ja, das basiert auf dem ONTAP. Und alle Flash-FAS-Systeme können die Datenmanagement-Funktion von ONTAP genutzt werden. Das heißt, wir können da Hochverfügbarkeit, wir können klonen, wir können Snapshots machen, wir können die Sachen backuppen, Disaster Recovery, was auch nicht immer alles. Also praktisch alle ONTAP-Funktionen, die wir haben, können wir auch in diesem Max Data, in diesem persistenten Speicher oben im Server benutzen. Ja. Es gibt dort natürlich noch einen Haufen Reglementierungen. Also es gibt, glaube ich, momentan nur zwei Betriebssysteme und das sind irgendwelche Linux-Derivate, die das unterstützen. Aber in der Regel ist es auch so, dass die Applikationen, die das benötigen, auch jetzt, sage ich mal, nicht auf Windows implementiert sind. Ja. Die Kollegen von der NetApp sagen hier zum Beispiel Finanzhandel, Marketing, Marktanalysen in Echtzeit, Betrugserkennung, praktisch überall da, wo es nicht um die Millisekunde geht, sondern halt um die Mikrosekunde. Ja? Also so wie praktisch halt im Arbeitsspeicher vom Server. Also schneller geht es im Endeffekt nicht. Preislich haben wir da auch noch keine Ahnung. Ich habe selber noch keine Konfiguration gemacht, aber ich denke, das wird natürlich sicher irgendwie nach oben gehen. Es wird einfach ein Zusatz-Add-on sein für all das, was an Applikationen auf einem SSD-System nicht mehr geleistet werden kann. Also das ist sicher die Idee. Ja, also brauche ich mehr Performance, brauche ich weniger Latenz,
dann könnte MaxData die Lösung sein. Ja. Dazu sicher noch in der Zukunft deutlich mehr Informationen. Es ist alles noch relativ frisch, es ist alles gelauncht. Und zusätzlich zu all diesen Performance-Geschichten ist es jetzt so, dass NetApp zusätzlich zu dieser in virtuellen Umgebungen sparende mindestens 50% Garantie, wurde jetzt auch nochmal groß breit getreten, gibt es jetzt auch eine Performance-Garantie. Ja. Das bedeutet, es gibt vordefinierte Latenzen, die auf jeden Fall eingehalten werden, bis 180 Tage nach dem Kauf. Ja, das ist natürlich in einer gewissen Art und Weise sicher eine schöne Marketinggeschichte. Aber ich denke auch für den einen oder anderen Kunden, eine Ausschreibung oder was auch immer, wo man das einfach sagen kann, du pass auf, wenn es da zu Problemen kommt, dann haben wir hier NetApp im Background. Wie das dann auch ganz genau funktioniert, ist es, wie schon gesagt, es ist alles neu, aber es ist sicher ein zusätzlicher Schritt, zusätzlich zu dieser, wir sparen 50% durch Dedup und was auch nicht alles, Garantie. Also man kann das auf jeden Fall benutzen. NetApp sagt dazu, geile Geschichte, kostet kein Geld und der Kunde hat eine Performance-Garantie. Ja, habe ich mir mal so notiert. Setzt es ein. Gut. Dann geht's schon weiter. Sprechen wir noch über das Thema Data Protection. Data Protection gibt es ja das neue Tool. Das heißt NetApp Data Availability Services. Und hier kommt wieder unser S3 zum Einsatz. S3 hatten wir ja vorhin drüber schon mal gesprochen, bei dem Storage Grid zum Beispiel. Und das NDAS, wie das mit der Abkürzung heißt, ist praktisch nichts anderes als ein S3-Target bei momentan nur Amazon Web Services. Die Idee ist, das kopiert wie so eine Art Cloud-Sync-Funktionalität, also wie so eine, aber nicht Cloud-Sync, sondern Backup-mäßig auf ein S3-Bucket in diesem Amazon Webspace. Und das ist relativ einfach. Also es geht hier auch wieder darum, dem Systemadministrator Arbeit abzunehmen. Und das ganze Thema hybride Cloud noch weiter nach vorne zu treiben. Also nicht nur für den Primär-Performance-Verfügbarkeitsbereich, sondern eben auch für die Data Protection. Ist vielleicht ein bisschen vernachlässigt, also bekommt nicht so viel Marketing, Anteile ab, wie jetzt natürlich diese anderen Cloud-Services, wie jetzt ONTAP Cloud Volumes oder Cloud Volumes. Oder Cloud Insight oder was auch immer. Aber es ist sicher was, was man in der Hinterhand haben muss. Also man muss wissen, hey, auch Data Protection, daran ist gedacht in der Cloud. So, jetzt haben wir schon fast eine Stunde rum. Jetzt kommen wir zu allerletzt eigentlich. Ach nein, ich habe die E-Serie vergessen. Entschuldigung. Nicht doch. Die E-Serie kriegt auch noch ein kleines Update, aber keine neuen Controller, sondern es gibt nur neue Host-Interface-Karten. Mittels NVMe 100 Gigabit Ethernet für die großen Maschinen, also für die EF, für die, die nur mit SSDs bestückt ist, beziehungsweise für die 5700er. Und für die kleinen gibt es auch immerhin 32 Gigabit FC und 25 Gigabit iSCSI. Ja, auch das schon verfügbar. Wir können das schon quoten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass 32 Gigabit FC sich sicher schneller durchsetzt als momentan die 25 Gigabit. Aber auch da gibt es viele Diskussionen, die wir auf der Insight geführt haben. Wohin geht der Weg überhaupt? Es gibt zur E-Serie noch eine neue GUI, nämlich den E-Serie Unified Manager, wenn ich mich jetzt nicht genau, ja, Centricity Unified Manager. Und der ist eine Ergänzung zu der bisherigen GUI, zu dem normalen Centricity Manager. Und die Idee ist einfach, dass man mit dem Unified Manager noch einen größeren Features-Umfang hat und man kann damit deutlich mehr E-Series administrieren als mit der alten GUI. Ja. Aber natürlich sind die Updates jetzt im Vergleich zu dem, was bisher gezeigt wurde, verschwindend kriegen klein. Also auf dem Stand war auch nicht so wahnsinnig viel los. Ich habe mich dann mal erbarmt in Anführungszeichen und habe mit dem schöne Gespräche geführt und der war sehr, sehr nett. Und er hat mir auch verklickert, dass
2019 gibt es auch irgendwas Neues, Hardware-technisches. Wir werden dann sehen, was genau kommt. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und zwar müssen wir ja noch über den Sponsor der Drohnen reden. Der hatte nämlich auch einen eigenen Stand und der hatte auch eine eigene Session und die war auch sehr, sehr cool. Ihr wisst ja vielleicht, dass ProLine oder die meisten kennen ja ProLine, hauptsächlich vom Clusterline. Ja, das ist ja das, was wir auch regelmäßig in Nachrichten oder in Newslettern praktisch rumschicken. Also es geht beim Clusterline im Endeffekt darum, automatisiert das Switchover für NetApp Metro Cluster. Bedeutet nichts anderes, als dass wir beim Metro Cluster diese Split Brain Condition, dass sozusagen der eine Cluster Node nicht weiß, ob der andere noch lebt, bei zum Beispiel einem Stromausfall. Das wird mit diesem Cluster Line gelöst, weil es eine dritte Site aufbaut über UMTS und sagt dann sozusagen, hey, ich bin für euch beide der Heartbeat, ich weiß ganz genau, ich übernehme die Kontrolle darüber, wer am Leben ist und wer nicht und welche Seite dann übernehmen muss. Ja, dieses Splitbrain-Syndrom, das war früher immer ein Problem. Man ist da zwar nicht oft reingelaufen, aber wenn man reingelaufen ist, dann wurde es relativ happig. Also, davon kennt man es eigentlich, Clusterline. ProLine ist ja dafür bekannt, dass sie eigentlich so eine kleine Welt rund um NetApp bauen. Alle, wo sie ein Need sehen. Und eben jetzt an der Insight hat er auch noch ein paar neue Produkte gelauncht. Eins, das es schon länger gibt, CryptoSpike, Ransomware-Schutz für NetApp Storage-Systeme. Das bedeutet, dass wir anhand von F-Policies Veränderungen der Daten aufspüren können. Und zwar Veränderungen, die nicht dem Standard entsprechen. Also Anomalien, ja. Anomalien bei einer Transaktion werden in Echtzeit auf dem NetApp Storage System entdeckt und dann schlägt dieses System Alarm, also das CryptoSpike, sagt dann, hey, pass mal auf, hier gab es irgendwas, das hat auf einmal innerhalb von Minuten Daten verändert. Ja. Es geht dann darum, schnell herauszufinden, welche Daten sind betroffen, welche Daten wurden zum Beispiel verschlüsselt oder was auch immer. Und der Benutzer, der das verursacht hat, wird sofort gesperrt. Ja, das ist sozusagen die Idee an der ganzen Geschichte. Also, dass diese Ransomware nicht einfach das komplette befällt, sondern dass man das halt eindämmen kann, wie in so eine Quarantäne. Ja, man packt den sozusagen in so ein Zelt ein und sagt hier, du darfst gar nichts mehr machen. Und CryptoSpike arbeitet da mit Whitelisten und Blacklisten und hat natürlich auch eine Intelligenz dahinter. Ja, also KI, künstliche Intelligenz, die sozusagen lernt, wie wird das System behandelt, was für Daten werden abgegriffen, verarbeitet und so weiter und so fort. Und anhand dessen werden Muster erstellt, die dann sozusagen den Alarmfall auslösen können, wenn irgendeine Anomalie auftritt. Sicher auch eine Sache, die wir schon öfters mal breitgetreten haben, ist auch ein Thema, was immer wieder kommt, was immer mehr angefragt wird, speziell dann, wenn es mal in den Medien wieder einen neuen Fall von Achtung, alles wurde verschlüsselt, und da gibt es ja mehr als genug Beispiele in Spitälern oder was auch immer, wo ganze Abteilungen lahmgelegt wurden, weil eben eine Ransomware irgendwelche Daten verschlüsselt hat. Das ist sicher ein Thema, das immer mehr kommen wird. CryptoSpike und ProLine hat dafür eine Lösung. Der Data Analyzer, den kennen viele vielleicht auch schon von ProLine. Es geht darum, dass man den Datenwachstum, den Storage-Bedarf, der ja exponentiell steigt. Das heißt, die Storage-Systeme werden immer mehr vollgepumpt mit Daten und viele Daten liegen einfach so rum. Ja, wie wir es vorhin schon hatten mit dem Fabric Pool, ja, wo die Daten ausgelagert werden. Und das zu analysieren im Detail, das hat sich Data Analyzer von ProLine zur Aufgabe gemacht. Das heißt, es schaut über die Daten auf meinem Storage-System und sieht anhand von sozusagen, das geht auch über MS SQL oder Oracle oder MySQL, es schaut sich praktisch alles an, was da drauf liegt
Backup, Energie, Platzbedarf und so weiter, der dann da eingespart werden kann, indem man die Daten davon runternimmt. Das ist eigentlich die Idee an diesem Data Analyzer. Ja. Also das schaut ganz, ganz tief rein. Anzahl der Gesamtspeicherplätze, der Dateien pro Typ zum Beispiel. Also ist es Archiv, Office, E-Mail, Bilder, Multimedia oder was auch immer. Und zeigt dann Datenstruktur anhand von Tagen, Jahren und aufgeschlüsselt nach Typ eben dann an. Und dann hat man einen ziemlich genauen Blick von dem, was eigentlich da auf meinem Storage-System eigentlich Platz wegnimmt. Ja. Und wenn wir dann die Daten analysiert haben, dann kommt der Optimizer zum Einsatz. Der Optimizer ist eigentlich nichts anderes als eine Tiering-Lösung. Und zwar eine transparente Tiering-Lösung. Der Data Optimizer, der lagert wenig bis gar nicht benutzte Daten automatisch und regelmäßig aus. Ja. Auf einfachen Second-Tier Storage. Also wir können damit unser AFF-System entlasten, auch wenn wir jetzt die Cloud nicht benutzen, sondern wir haben vielleicht ein SSD-System und wir haben ein SATA-System. Dann kann ich sagen, okay, du alle paar Stunden oder alle paar Tage gehst du da mal drüber und verschiebst die Daten, die einfach, keine Ahnung, 14 Tage alt sind, auf mein SATA-System. Ja, das ist der Optimizer. Also die beiden arbeiten relativ Hand in Hand. Neues System, der Health Tracker. Der Health Tracker ist ein Plugin-System für zum Beispiel Nagios-Systeme. Und da geht es darum, Monitoring von unseren Systemen mit vorhandenen Kapazitäten. Also viele Kunden haben Nagios im Einsatz. Ich habe da gewisse Plugins für zum Beispiel, was wird gerade gecached, Hardware, Netzwerk, Storage, Snapshots, all das Mögliche kann über diese Plugins dann Nagios angezeigt werden. Und damit habe ich einen relativ schönen Überblick über das, wie es auf meinem Storage-System eigentlich aussieht. Also jetzt nicht auf die Daten bezogen, sondern auf den Status bezogen. Also wie geht's dem System? Ja. Und das letzte Produkt ist das Restore Manager. Der Restore Manager, den finde ich eigentlich eine relativ coole Geschichte, weil der Restore Manager erstellt ein zentrales Verzeichnis über jeden NetApp Snapshot. Ja, die Idee ist, es wird ein zentraler Katalog aufgebaut für die Snapshots in NAS-Umgebungen und damit können die gesamten Snapshots verwaltet werden. Ja, wir können die nach Kriterien wie Namen, Dateityp, Datum oder Größe durchsuchen. Und das Schöne an dem System ist, es gilt nicht nur für die primären, sondern es gilt auch für die sekundären. Ich habe dann die Möglichkeit, Filter zu setzen, wie zum Beispiel Dateipfad oder Dateiendung, von wann bis wann ich den Löschzeitraum anschauen möchte oder Erstellungszeitraum. Ich habe da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das Problem ist ja oft, dass ich bei NetApp, wenn ich nur diese simplen Snapshot-Recovery-Sachen nutze, habe ich das ja alles nicht. Also ich habe ja keinen zentralen Katalog. Das heißt, ich muss ganz genau wissen, wo war das Tool, wo war die Datei und dann zum Beispiel über Previous Version die Sachen wieder rausholen. Ich habe aber keinen zentralen Katalog, wo ich nachschauen kann. Und das macht dieser Restore Manager. Perfekt. Ich denke, wir sind durch. Wir haben die Stunde voll. 3 Tagen in einer Stunde. Ich glaube, wir haben es fast geschafft. Ich beende jetzt mal die Aufzeichnung und dann kommen wir zum Gewinnspiel. Kleinen Moment.